Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum ETS 2 im Multiplayer mit dem Heavy Cargo DLC und sämtlichen anderen Schrotz, den es gibt und Physi. Hallo, ich bin wieder da. Hey, Physi ist wieder da. Jo, und ich habe gerade noch 30... Okay. Ich habe gerade noch 30 Kilometer, bis ich überhaupt bei der Fracht bin. Allerdings hat das Wetter auch gerade umgeschwenkt von Regen auf Starkregen. Oh. Ich war nämlich in der Watteschlange. So, und wir sind noch im Mercedes unterwegs und ich muss ganz ehrlich sagen, werden wir den Auftrag jetzt noch mit Mercedes probieren. Wir fahren nach... wir müssen mal gucken, wo wir hinfahren. Ist auf jeden Fall ein paar Meter, aber wir haben eine normale Fracht, nur 11 Tonnen. Das heißt, kein Schwerlast heute. Stinknormale Fracht. Und ja, ich will mal gucken, wie der Mercedes sich da schlägt. Und gegebenenfalls werden wir mal auf den Volvo wechseln. Warte mal, Mercedes, Volvo und Scania war es, glaube ich, ne? So. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den Volvo schon gefahren bin als Schwerlast. Weiß es nicht. Ich hänge jetzt meine Fracht dran. Und dann geht es rüber nach Polen von Dresden aus, mein Freund. Okay. Oh, ist aber rutschig. Alter. So. Du fährst nach Polen? Ne, ich fahre in die Niederlande, also komplett andere Richtung. Halt mal eben an. Aber vielleicht treffen wir uns in der Mitte. Lass mal lieber telefonieren. So. Das heißt, wir müssen hier im Steinbruch oder im Bergwerk oder in der Baustelle oder was auch immer das hier ist. Einmal nach unten. Ich habe Kaugummi geladen. Wen hast du geladen? Kaugummi. Kaugummi? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich angenommen hatte. So. Der Auflieger. Ich bin gespannt, ob wir den Berg hier problemlos hochkommen. Weil da gab es ja immer mal Problemchen. So viel Einlauf nehmen, dann klappt das. Ja, mal gucken. Der hat ja eine ganz andere Übersetzung jetzt hier als Vierachser. Mit 16 Gängen. Ups. Ist er dran? Ja, ist dran. So, auf geht's. Schauen wir mal. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage. Problemlos gehen. Also, was auch geschrieben wurde, dass die Übersetzung teilweise etwas unlogisch ist. Mit den Gängen bei Mercedes, da gebe ich euch tatsächlich recht. Ich finde es tatsächlich auch etwas unlogisch. Ich kann mir auch fast gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin da nie eingefahren. Vor allem kein Schwerlast. Und von daher, I don't know. Kein Plan. Aber fährt auf jeden Fall problemlos hoch. Sind auch nur 11 Tonnen, muss man dazu sagen. So, das Problem ist die Endgeschwindigkeit. Der Mercedes schafft leider nur, also ich bin gerade solo, habe ich glaube ich 130 geschafft in der Spitze, aber das ist schon eine Ausnahme. Da ist der Scania definitiv meilenweit besser, also das ist echt der Hammer. Da bei dem Volvo weiß ich es gar nicht genau. Ah. Oh, was oh, oh, sehr zitronig heute das Wasser. Alter Vater. So Zitronik, was hast du denn da? Zitrone und Wasser. Oh. Also Wasser und eine Zitrone drin. Ja. Bei uns sind alle im Fußballfieber. So. Aktuell. Weil eine ziemlich bekannte Mannschaft heute ihr Aufstiegsspiel hatte. Eine ziemlich bekannte Mannschaft bei uns, also eine regional ziemlich bekannte Mannschaft, halt eben heute ihr Aufstiegsspiel hatte in die auch. Dritte Liga. Keine Ahnung, wo die aufgestiegen sind hier bei uns, SV Meppen, Alter. Sind aufgestiegen, leck mir am Arsch, ey. Welche Liga? Ich weiß es nicht, ey. Ich interessiere mich dafür ehrlich gesagt null. Müsste ich hier. Ja, gut, Aufstiegsspiel ist nicht Aufstiegsspiel. Es kommt schon immer drauf an, wohin man aufsteigt. Ah, gut.
Klar, eine Liga weiter oben ist schon schön, aber die sind ja jetzt tatsächlich in die dritte Liga aufgestiegen. Und das nächste, was jetzt kommen würde, wäre zweite Bundesliga. Ja, läuft. Ja. Also schaffen die noch? Also, die ist ja nicht mehr, ist mir klar, aber. Die haben mehrere Jahre zweite Bundesliga gespielt. Oh. Ja. Aber sind dann einmal abgestiegen, haben 5 Jahre, es ging dann immer schön bergab und dann sind sie nochmal abgestiegen. Und jetzt haben sie den Sprung wieder zurückgeschafft. Ich hoffe, die sind wirklich aufgestiegen, weil ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt mit irgendeinem Bild und da fahren drauf. Und deswegen denke ich mal, dass sie aufgestiegen sind, nicht, dass ich hier irgendein Zeug erzähle. Das Krasse ist, ey, ich kenne halt ein paar Leute, die sind echt heftige Fußballfans, ne, was den Ja. Verein betrifft. Darfst du nicht sagen, ne? Ja, kenne ich. Ein falsches Wort, verprügeln die dich, Alter. Da Übelst hart. kannst du die besten Freunde gewesen sein. Kindergarten zusammen ist dir scheißegal. Ja, bei Fußball hört der Spaß auf. Fußball, Geld und Frauen. So. Ich muss noch mein Handy ans Ladekabel stecken. Muss Noch ich 3% jeden Akku. Abend, ey, Was? mein Handy aufladen. Nochmal was? Ich muss jeden Abend mein scheiß Handy aufladen. Ist ja normal mittlerweile bei Smartphones. Oh. Könnten da aber wirklich mal was an dem Akku machen. Dann kannst du nicht erzählen, dass das so schnell leer geht, ey. Ja, aber du musst ja überlegen, die Handys haben ja mittlerweile auch, das ist ja übelst, was die mittlerweile alles können und machen und tun. Und das ist ja auch den ganzen Tag drauf rum. Ist ja nicht so, dass du das Handy benutzt, nur noch um zu telefonieren oder eine SMS schreiben. Sondern das Ah, ist gut. ja, kann halt telefonieren und SMS schreiben, aber es kann natürlich auch Apps und spielen und das und den Quark und hier und da und Navi und bla und naja. Das ist Akku leer. Akku leer. Dazu noch dazu das riesen Display. Weißt du, was hast du? Das Google Pixel Phone. Achso. Keine Ahnung, wie groß ist das Display? Weißt du es nicht? 5,5 Zoll. Mhm. Frag mich nicht, wie groß das jetzt hier ist. Ich glaube, keine Ahnung. 5,5 Zoll. Ja, okay. In Zentimeter ist das? Wie viel? Weiß ich jetzt gerade nicht. Mal 2,7, glaube ich. Relativ groß. Ja, es ist groß, ja. Glaube ich 4,5, ich weiß es nicht. Oder 4,7? Ich habe keine Ahnung. Oder 5? 4,9? Kein Plan. Weiß nicht, was hast du denn? Ach 6S. ja. What? Wow. Lol. Was jetzt? Mir kam gerade auf der Autobahn einer auf dem Standstreifen entgegen. Mit so einem Skoda. WTF. Geisterfahrer. Bam. Ich bin voll wieder reingerast, Alter. Nicht gut. Habe ja mit Schienen aufgenommen. Ja, habe ich gesehen. Und in der letzten Folge ist auch, waren wir kurz vor Auftragsende. Ja. Waren noch an der Werkstatt, haben die gekauft. Also Ja. nicht die Werkstatt, sondern die Halle. Und wollten gerade rausfahren. Und auf einmal stand halt auch einer mit drinnen noch auf dem Gelände. Und wo wir aus der No Collision Area raus waren, fängt auf einmal an uns zu rammen. Und Okay. immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis wir einfach nur noch Schaden kassiert haben und alles. Und ja, dann zurücksetzen, Auftrag für den Arsch, wiedersehen. Doch, oder? Ja, ach so, ja, da habe ich die Kommentare gelesen. Das bist du selber schuld, wenn du die Garage nicht gekauft hättest und so, dann wäre das nie passiert und so. Ich dachte, Oh, Entschuldigung, dass ich die Features dieses Spiels nutze. hä? Ich Oh. hab auch gerade nicht so, hä? Was ist das für eine Hab ich ja Aussage? gar nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Also, zum heutigen Tag, die Folge kam erst heute, zum Aufnahmetag. Und ich habe heute die Kommentare noch nicht gelesen bei ETS. Okay, krass. Auf jeden Fall haben eine ganze Menge geschrieben, dass du schuld wärst. Ja? Ja.
Jo, dann warte, muss ich doch mal die Kommentare öffnen, dann machen wir hier einen Kommentare kommentiert raus. Problem ist nur immer beim Fahren. ETS. Wir zentrell auch einfach auf den Gehweg draußen parken können, wäre es dann einfach so in die Garage gefahren. Jo, allerdings habe ich das bei den 50 anderen Garagen, die ich habe, auch nicht so gemacht. Aber kann man natürlich machen, ja. Okay. Brauchen wir Tank? Ne, Tank ist noch gut. Oh, Entschuldigung Leute, dass ich gerade nicht so viel laber. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe aber gerade eine Tablette genommen. Ich denke, dass in der nächsten Folge besser wird. Es wird gerade, ich merke schon, wie die Schmerzen nachlassen. Also irgendwie die Hitze arbeiten, das macht mich fertig, ey. Ich schlafe auch letzte Zeit wenig. 6 Stunden nur habe ich die Nacht geschlafen, ey. Ist bei dir wenig? Bei mir wenig, klar, Alter. Ich bin normalerweise einer, der gerne lange schläft, ey. Auch mindestens meine 7 bis 8 Stunden, Alter. Sonst geht gar nichts. Okay, krass. Ich bin froh, wenn ich 6 Stunden habe. Du bist ja auch ein Freak, ey. Warum? Ehrlich? Zwischen 5 und 6? In der Woche. Ja, in der Wochenende aber auch. Du bist auch ein Freak. Sagen. Über mich nölst du hier ungesund, aber du wirst, glaube ich, drauf. Wow. Aufgehen für wegen, weiß ich nicht, Burnout oder so ein Scheiß. Und ich gehe drauf wegen ungesundes Essen. Oh, ich habe für die nächste Folge ein wunderschönes Gesprächsthema, Alter. So viele haben gar nicht geflamed. Wurde nur geschrieben, dass halt, man, weil ich halt eben von der Route abgewichen bin, kurz vor Ziel und noch die Garage geholt habe. Ja, gut. Ja, irgendeiner hat geschrieben, no comment, da fällt mir nichts mehr zu ein oder irgendwie sowas. Irgendwie, keine Ahnung. Irgend so ein Bobo. Hat auf jeden Fall auch ein paar Kommentare kassiert. Komisch, elektronisch. Der Friesi ist krasse Gesprächsthema für die nächste Folge. Oh ja, das sag ich dir. Bin ich ja gespannt. Ich bin auf deine Meinung darüber gespannt, ey. Vor allen Dingen, die kennst du auch noch. Was? Hä? Wen kenne ich? Ja. Um die es geht? Ja. Es geht um eine weibliche Person. Die kenne ich auch. Was? Kenne ich auch. Wir kennen die beide. Beide auch schon privat getroffen. Erinnerst dich, Gamescom. Hotelzimmer. G2. Mädchen. Wenn? Was denn? Na, vergiss es, ey. Was denn? Ach, ich wollte gerade so eine Lügenstory erzählen, dass wir. Ach so, lol. Wer quält? Okay. Wow. Nein, ich habe. Sorry, mach mal weiter. Ich hab für die nächste Folge wirklich ein Gesprächsthema. Das hat mit einer Firma zu tun. YouTube kennst du auch, glaube ich. Ich glaube, du warst auch mit denen in Kontakt. Die haben auf jeden Fall ein kleines bisschen Mist gebaut, sag ich mal. Und, aber dazu mehr, weil das ist etwas mehr Gesprächsthema braucht. Ja, okay. Bei 2 Minuten habe ich gerade den Anfang erzählt. Was? Oh ja, der Kopf wird besser, Alter. Was hast du denn geholt? Keine Ahnung, was das ist hier. Paracetamol oder was? Warte mal eben. Ibu Ratio Farm, 400 Milligramm, akut, Schmerztabletten. Mhm. 400er, ja, höher kriegst du nicht ohne Rezept. Ja. So schon schweineteuer, ey, scheiß Rezepte, ey, wenn du mal. Hast du bezahlt? Bitte? Hast du bezahlt? 11 Euro noch was oder so. Wie viel? 11 Euro noch was. Schatz, du hast gar nicht alles mitgekriegt. So, 750 Kilometer habe ich noch. Und du? 387.
Dum, dum, da, da, dum, dum. Überlege, ob ich den LKW wechsle. Warum? Mag den Mercedes nicht. Okay. Oh, bin hier gerade Instagram unterwegs, ja. Bald bist du Geschichte. 5 days left. Ja. Würdest auch so Überschriften für Trailer schreiben, weißt du, da kommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, wie wenn irgendwie so ein Kinofilm kommt. 5 days left. The war is Okay. coming. Out now! Ja. And the funk song, brother, let it out now! Der Funk Song, naja. Sag mal, kann man hier nicht mehr durch die Mode fahren mit dieser 30er-Scheiße? Nicht überall. Ich merke da gerade, Ja. Aber, meine lieben Freunde, wir sind auch erstmal ready to fly. Schreibt mal in die Kommentare, ob Volvo, ob Scania oder keine Ahnung. Wir schauen mal. Ich denke, ich werde dann erstmal auf den Volvo switchen, so oder so. Und ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob weiter Scania oder vielleicht Volvo oder vielleicht sogar den Mercedes weiterfahren, obwohl ich den echt blöd finde irgendwie. Oder Keine vielleicht mal ein Ahnung. MAN, ey. Komm. Gibt's ja auch kein, gibt's aber keinen Schwerlast. Ich will da hier Ach so. 4 Achser. So, na gut, aber lange Rede ohne Sinn. Ihr lasst das Däumchen nach, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.